Immer wieder stehen zu Beginn des Jagdjahres Anfang April Neupächter vor der Frage, wie sie am schnellsten zu jagdlichen Einrichtungen für ihr Revier kommen. Im Falle von Kanzeln lauten dann oft die Alternativen, selbst anfertigen oder vorgefertigte Elemente kaufen. Doch wie gut sind derartige Kanzelbausätze? Die DLV Jagdmedien wollten es wissen und haben anonym über einen Mittelsmann Kanzelbausätze unter Realbedingungen bestellen, anliefern und bezahlen lassen. Wir haben uns entschieden, von 11 namhaften Herstellern uns Modelle, und zwar offene Kanzeln, kommen zu lassen und auf ihre Qualität hin zu testen. Wir haben insgesamt alle Kanzeln auf 6 Gesichtspunkte hin untersucht. Ein ganz wichtiger Punkt war uns der Bereich des Service, das heißt, wie schnell liefert der Hersteller, wie ist die Ware, ist sie vollständig. Ein weiterer natürlich wichtiger Punkt war das Thema Aufbau. Dort hat ein erfahrenes Aufbauteam die Zeit gemessen und dementsprechend die Bewertung vorgenommen. Weiterhin wurden alle Modelle auch nach den Kriterien Optik, Ergonomie, Material und Konstruktion sowie auf ihre allgemeine Betriebssicherheit hin beurteilt und bewertet. Letzteres hat seine Gründe. Festzuhalten ist, und es ist wirklich so, dass der Absturz von jagdlichen Einrichtungen einen Unfallschwerpunkt im jagdlichen Betrieb darstellt. Wenn Sie vorhaben, ein fertiges Produkt zu kaufen, beispielsweise eine Kanzel oder eine Ansitzleiter, dann beachten Sie bitte nicht nur die Funktionalität, die praktische Tauglichkeit, den Preis, sondern achten Sie auch auf sicherheitstechnische Belange. Denn die Betriebssicherheit ist für Sie als Jäger im praktischen Einsatz bei so einer Kanzel ganz wichtig. Zur Bewertung wurde ein Experte für Holzkonstruktionen im jagdlichen Bereich hinzugezogen, der den Test so zusammenfasst. Im Prinzip würde ich mir, wenn ich da jetzt mir welche kaufen sollte, eigentlich sagen, ich kann mindestens 50 bis 70% der Kanzeln problemlos kaufen. Bei einer würde ich irgendwie nur raufgehen, wenn da eine gescheite Abstrebung noch zusätzlich gebaut wird. Bei anderen kann man noch so kleine Konstruktionsverbesserungen machen. Aber unterm Strich würde ich sagen, haben die Konstrukteure und Hersteller da gute Arbeit geleistet und es sind sehr gute Kanzeln. Den ausführlichen Testbericht finden Sie als Beihefter zum Heraustrennen in Pirsch 6 2012, Unsere Jagd 4 2012 sowie im Niedersächsischen Jäger Ausgabe 7 2012. Außerdem als E-Book inklusive Verlinkung mit Videoclips zu einzelnen Modellen und den Internetseiten der Hersteller hier auf jagderleben.de.